Heute beim Tennisnet Videoblog Andreas Hadamaurer und sein Coach Werner Eschauer. Andi, vier Matches gespielt bei den French Open, gut gespielt, wie ist dein Fazit? Ja, es ist sicher positiv für mich, nach so einer langen Zeit wieder ein Turnier gespielt haben. Ich habe mich qualifiziert, drei Runden gewonnen in der Quali. Heute leider gegen Tomic verloren, ich habe meine Chancen gehabt, die habe ich leider nicht genützt, aber schlussendlich bin ich sicher zufrieden. Aber vor allem nach der Verletzungspause, man hat nichts mehr gesehen auf dem Platz. Ist das ausgeheilt oder spürst du das noch ein bisschen? Ja, ausgeheilt ist sicherlich noch nicht wirklich ganz. Es wird immer besser von Tag zu Tag, aber ich denke, dass ich das in den nächsten Wochen sicherlich in den Griff kriege. Werner, wie ist deine Analyse zu der Partie heute? Erster Satz war fantastisch, bei 5-4 zum Satz wird wirklich nah dran gewesen, aber der ist schwarz im Spielen, der Tomic, oder? Der ist definitiv schwarz im Spielen, unangenehm, taktisch spielt er sehr diszipliniert. Er gibt einem wenig Chancen, wenig Tempo zum Teil. Von dem her ist die Fitness natürlich erforderlich, die wir im Moment leider noch nicht haben. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir da wieder wirklich auf 100% sind, aber wir sind am besten Weg. Wie schaut der Fahrplan aus jetzt die nächsten Tage? Machst du jetzt ein bisschen frei oder wann geht's heim? Wie schaut das aus? Wir haben morgen einen Flug zurück nach Wien. Dann werde ich sicherlich einmal einen Tag vielleicht Pause machen und dann aber wieder trainieren. Nächste Woche geht es ja schon weiter nach Fürth, Challenger. Danach ist nur Challenger und dann geht es ab nach Wimbledon. Und wo setzt du jetzt an die nächsten Wochen? Woran müsst du arbeiten jetzt hauptsächlich? Ja, speziell an der Fitness, wie ich vorher schon gesagt habe, Beinarbeit und einfach das kleine, feine, genaue Hinbewegen zum Ball gehört noch weiterhin trainiert. Na super Jungs, dann Glückwunsch nochmal zum verdammt starken French Open und alles Gute die nächsten Wochen. Danke.